Einen wunderschönen guten Tag an euch da draußen und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz über unser CSGO-Team. Wir reden heute über den vierten und fünften Spieltag in der 99-Liga. Genauso reden wir über das erste Spiel gegen Sprout in der ESL-Meisterschaft. Und wie immer gilt natürlich, dadurch, dass das CSGO-Team nicht hier in Gera ist, haben wir heute Alex R. zu uns zugeschaltet. Sagt doch mal kurz Hallo an die Leute da draußen. Moin, grüßt euch. Schönen Montagmorgen. Ja, neben mir sitzt Sam als unser Teammanager, der sozusagen hier noch mit seinen Senf dazu gibt, um den informativen Bereich rund abzuschließen. Und meine Wenigkeit Markus Monk als PR-Manager. Ich werde euch hier sozusagen durch den Tag moderieren. An euch da draußen, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich sehr gerne in den Twitch-Chat reinschreiben. Wir werden diese dann am Ende der Pressekonferenz, wenn wir inhaltlich durch sind, gerne für euch beantworten. Also schreibt zu jedem Thema gerne rein. Wir gucken uns das dann näher an. So. Kommen wir zur 99-Liga, das wäre das Erste, womit ich gerne anfangen würde. Danach kommen wir zur ESL-Meisterschaft, aber erstmal rückblickend TK eSports letzte Woche, Spieltag Nummer 4. Wir haben 1:1 gespielt. Wir hatten ja letzte Woche dann so die kleine Ansage, es wäre schon ziemlich wichtig, da so ein 2-0 rauszuholen. Da erstmal in die Richtung von dir, Alex. Wie war das Spiel TK eSports? Seid ihr damit zufrieden, unzufrieden? Hättet ihr gerne das 2-0 dann doch gehabt? Schilder mal ein bisschen aus deiner Sicht. Ja, also so wie TKA diese Saison spielt und auch was für Ergebnisse sie bisher gemacht haben gegen Unicorns und auch gegen die anderen bisher, kann man mit einem 1-1 eigentlich zufrieden sein. Die spielen sehr gut im Moment, haben sich innerhalb von 2 Seasons so stark gesteigert, dass sie halt jetzt schon direkt um die Playoffs mitspielen. Ja, wir hatten auf Nuke gegen die keine Chance, muss man einfach so sagen. Und dass Nuke eine mit unserer besten Maps ist, sollte bekannt sein. Deswegen können wir uns da auch gar keinen Vorwurf machen. Und ja, auf das 2 kamen wir dann besser ins Spiel und haben da noch eine Map geholt. Sollten sie weiter so spielen diese Season, sollte ja auch locker auf die Playoffs kommen. Ja, dann muss man mal schauen, wie sie dann dort spielen. Deswegen 2-0 hätte es eigentlich sein sollen, aber mit dem 1-1 kann man im Nachhinein zufrieden sein. Okay, war das jetzt mal auf eure Anforderungen intern? Habt ihr, du hast schon so ein bisschen ausgedrückt, wie das Spiel jetzt war, aber war das jetzt so, wie ihr es wolltet oder eher nicht so? Nee, auf keinen Fall. Also wir wollten eine 2-0, auch jetzt mit den Ergebnissen, die sie vorher hatten, mal davon abgesehen, wollten wir 6 Punkte auf jeden Fall haben, nur ja, wir wurden auf die komplett outplayed und dann kann man halt mit 3 Punkten zufrieden sein, sage ich mal einfach. Okay, alles klar. Gut, wie sieht's bei dir aus, Sam? Wie war TK eSports für dich? Stark. Bisschen überrascht gewesen von der Leistung auf Nuke von denen. Dadurch, dass, wie Alex schon sagt, Nuke eine unserer stärksten Maps ist, sehr überrascht darüber gewesen, wie sie uns größtenteils geantet haben, outplayed haben, ihre Timings gut genutzt haben. Auf das 2 sah es dann ein bisschen anders aus. Da ist auch besonders David absolut ausgerastet. Hat da ein paar schöne Frags gemacht am B. Mehrere Multikills, wichtige Runden dadurch geholt. Und ja, an sich TKA meiner Meinung nach auch Playoffs-Anwärter, wenn sie jetzt so weiterspielen. Starkes Line-Up. Die haben sich innerhalb der letzten 2 Seasons stark nach oben bewegt. Und wenn die so weitermachen, dann wird das ein ernstzunehmender Gegner. Spätestens, beziehungsweise frühestens nächste Season. Okay, alles klar. Alex, dann mal in deine Richtung ans Team gefragt. Was nehmt ihr denn aus dem Spieltag für euch mit? Vor allem jetzt in Richtung des 5. Spieltages am kommenden Freitag. Die Analyse ist heute, also wir haben jetzt übers Wochenende die Demos noch nicht geguckt, deswegen okay. Kann man noch keine Fazit darüber schließen, aber das ist das erste Mal, dass wir auf der Map so outplayed worden sind, sage ich mal, und da wird man halt seine Schlüsse draus ziehen. Ich kann jetzt leider noch nicht sagen, woran es gelegen hat, weil wir, wie gesagt, ich glaube, wir haben eine Winrate auf der Map von über 70-80% oder so overall, und wir haben noch nicht so oft verloren auf der Map, deswegen muss man bei jedem Loss halt schauen, woran es gelegen hat, weil dann Fehler passiert sind oder Sachen passiert sind, die sonst nicht passieren, und das gucken wir uns heute erst an, deswegen ist es schwierig, jetzt schon eine
Analyse genau zu geben, woran es wirklich gelegen hat, außer dass die besser waren. Okay, alles klar, super. Dann erstmal danke, würde ich den vierten Spieltag damit auch komplett abschließen, um euch da draußen auch eine Übersicht zu geben, gegen welchen Gegner wir antreten und wie aktuell die Lage in der 19er Liga ist. Gerne nochmal hier die Tabelle. Aktuell ist Euronix Gaming auf Platz 1 mit 7:1, also Siege zu Niederlagen. TK eSports durch unser Spiel mit 6:2 auf Platz 2. Big Ohm Academy dahinter mit 5:3. eSport Rhein-Neckar auf dem vierten Platz mit 5:3, auf Platz Nummer 5 Alternate Attacks mit 4:4, Unicorns of Love auf Platz 6 mit 3:5, Planet Key Dynamics mit 2:4 auf Platz 7, wir auf Platz 8 mit 2:4 und No Limit Gaming aktuell auf Platz 9 mit 1:5 und genauso auch Razor Edge Gaming auch mit 1:5 auf Platz 10. Also es ist ja noch nicht so viel rum, wir haben noch ein paar Spieltage offen. Wie gesagt, uns fehlt ja auch immer noch der erste Spieltag, deshalb kann sich da noch sehr, sehr viel tun. Aber kommen wir mal zum fünften Spieltag, da spielen wir gegen Rhein-Neckar eSports. Das ist diesen Freitag um 19 Uhr. Wenn ihr da gerne zuschauen wollt, könnt ihr da auf 99 Damage auf dem Twitch-Kanal direkt einschalten. Lineup ist Jinso, MVN, Reaction, Siesel und Mitsaras. Was ich euch schon mal sagen kann, mit Sarah kenne ich auch noch aus ehemaligen Zeiten. Die Jungs haben damals unter Mysterious Monkeys noch bei uns gespielt, lange, lange her, aber ja. Kennt man sich auf jeden Fall und sie sind, wie gesagt, gerade aktuell auf Platz 4 mit 5:3. Sie haben einmal ein 1:1 gegen ESG gespielt, ein 0:2 gegen Big verloren, einmal 2:0 gegen Unicorns of Love gewonnen und einmal 2:0 gegen PKD gewonnen. So, Alex, wie schätzt du denn gerade Rhein-Neckar eSports ein? Auch eigentlich wie TKA haben sich jetzt in letzter Zeit sehr gut gemacht. Stehen eigentlich sehr gut da. Ich glaube, damit sind sie auch, also die haben ihre eigene Erwartung übertroffen. Gilt aber auch für TKA. Normalerweise sollten wir gegen sie 2:0 machen. Wir versuchen das Map-Veto auch so zu beeinflussen, dass wir daraus besser rausgehen, weil ich genau weiß, welche Maps sie spielen und welche nicht. Deswegen, wir bereiten uns auch da wieder vor und ich denke, dass wir diese Woche dann mit einem 2:0 rausgehen und dann auch wieder relativ gut in der Tabelle dastehen sollten. Okay, alles klar. Naja, wie gesagt, erwähnt ist ja immer noch, ne, uns für der erste Spieltag, dadurch fehlen uns eh zwei Punkte, zwei Maps insgesamt, ob die nun auf Sieg oder Niederlage dazukommen, dahergehend ist die Tabelle noch nicht vervollständigt. An dich, Eule, wie schätzt du denn Rhein-Neckar eSports ein aktuell? eSports Rhein-Neckar schätze ich sehr stark ein, gerade so durch die Faktoren Reaction und Sessel. Das sind so aus meiner Sicht Österreichs größte Talente zurzeit. Mit Reaction hatte ich schon das Vergnügen zu arbeiten. Ist mega entspannter Dude. Hat ab und zu mal seine 5 Minuten, ja, aber er ist trotzdem sehr, sehr handzahm. Ist sehr gesprächig auch. Alles in einem mega, mega lieber Dude. Und in-game halt absolut krass. Also hab schon lange nicht mehr sowas gesehen. Dadurch sehr stark. Letzte Season hat er auch bewiesen, dass sie sehr stark sein können mit diesem Line-Up. Gerade mit Mitsaras, der sehr viel Erfahrung hat und immer wieder ein Line-Up aus dem Boden gestampft hat in die oberen Divisionen, denke ich, ERN kann auch diese Season sehr gefährlich werden. Denke aber, dass das Veto eher für uns spricht, wie Alex schon gesagt hat. Es wird halt versucht, das Veto so zu beeinflussen, dass es uns liegt. Dementsprechend hoffe ich auf ein 2:0. Okay. Alex, wie sieht dein Statement in Richtung von eSport Rhein-Neckar aus? Was können die Zuschauer, Fans von euch erwarten am Freitag? Ja, was kann man von uns erwarten? Also, wir spielen im Moment wieder eigentlich besser. Versuchen dann auch gegen eSports Rhein-Neckar eigentlich so zu spielen wie gegen Sprouts und dann sollten wir ein 2:0 hinbekommen. Ja, wir konzentrieren uns eigentlich eher wieder auf uns, wollen jetzt nicht irgendwie groß antien oder so, also die Gegner versuchen zu outplayen durch Demos oder so, sondern wir spielen eher unser eigenes Spiel. Ja, und dann müsste man schauen. Die 99 Season ist ja diese Saison eh sehr komisch. Also alle Favoriten sind nicht mehr in der Top 4 momentan. Ich glaube, Unicorns of Love hat gegen eSports Rhein-Neckar auch 2:0 verloren. Ja. Da hätte auch vor der Season keiner, also nicht ansatzweise als amtierender Meister da drüber nachgedacht. Ja, ich weiß nicht wirklich, woran es liegt, dass die Favoriten so strugglen im Moment.
weil vor der Season oder auch die MDL-Ergebnisse von Unicorns of Love passen zum Beispiel im Moment wieder. Gewinnen geeint gegen internationale relative Top-Teams, sag ich mal, oder Tier-2-Top-Teams und strugglen dann gegen Teams wie eSport Rhein-Neckar. Das ist halt sehr komisch im Moment. Ja, deswegen, es kann halt immer alles passieren. Man darf die Leute auf keinen Fall mehr unterschätzen. Wie zum Beispiel auch das Big Main Team in Open Qualifying fast gegen Planet Key verliert und sowas. Also das deutsche CS ist, was das angeht, relativ interessant geworden. Deswegen kann man sich auch wieder auf ein interessantes Match freuen, aber hoffe natürlich, dass wir damit im 2-0 rausgehen. Okay, super. Vielen Dank da auf jeden Fall fürs Statement. Eule hat uns das ja gerade in seiner Analyse schon mitgegeben. Damit würde ich einfach sagen, lass uns einfach drauf schauen. Ich bin sehr gespannt, wie wir gegen Rhein-Neckar spielen werden. Für euch draußen, wie gesagt, nochmal diesen Freitag um 19 Uhr könnt ihr es natürlich gerne live verfolgen. Und damit haben wir auch den 99 Liga erstmal abgeschlossen. Ist noch alles offen, sind ja noch ein paar Spieltage. Und ja, kommen wir zur ESL-Meisterschaft. Letzte Woche, und ich glaube, hier kann man schon fast von einer kleinen Überraschung reden, haben wir ja gegen Sprout 1-1 gespielt. Wobei man sagen muss, die zweite Map war wahrscheinlich ein bisschen offensichtlicher, wie Sprout eigentlich spielen sollte. Und in der ersten Map da eine gute Leistung von uns und, sage ich mal, haben uns sicherlich auch unterschätzt. Aber ich bin ja nicht zur Analyse hier, deswegen, Alex, wie war denn das Spiel gegen Sprout letzte Woche am ersten Spieltag? Ja, also wieder Nuke. Da haben wir dann gezeigt, warum unser Nuke gut ist. Am 8 T-Run geholt oder 7 T-Run geholt, glaube ich. Ich glaube, es waren 7. Was auf der Map halt ziemlich viel ist. Und dann uns mit unserer relativ guten CT-Seite geclosed. Sprout hat, ja, würde nicht sagen, schlecht gespielt, aber hat uns vielleicht nicht so ernst genommen, wie sie es hätten machen müssen. Und haben dann auch die Quittung dafür kassiert. Und haben dann, glaube ich, auf Mirage gemerkt, dass sie uns auch nicht so hart spielen lassen dürfen wie auf Nuke. Das heißt, wir haben auf Nuke so viel Räume bekommen, dass wir halt alles spielen konnten, was wir wollten. Wir haben das ausgenutzt und haben sie eigentlich immer komplett über die ganze Map gesplittet. Und auf Mirage haben sie dann gemerkt, dass sie uns da irgendwie im Aufbau stören müssen und haben komplett aggressiv gespielt, also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, und darauf sind wir so schnell nicht klargekommen. Wobei wir auch wussten, dass Mirage mit Abstand die beste Map von Sprout ist. Man hat jetzt auch im Miner gesehen, dass sie auch auf Tier 1 Niveau 16-3 gewinnen gegen andere Top-Teams auf der Map. Deswegen bin ich im Nachhinein gar nicht, gar nicht so enttäuscht. Also, dass wir so hoch verlieren, hätte ich nicht gedacht, weil unser Mirage relativ gut war oder gut ist. Aber jetzt auf dem internationalen Niveau, als ich gesehen habe, dass Sprout dort auch auf Mirage so hoch gewinnt und sogar, ich glaube, 12 T-Runden gegen Kopenhagen Flames oder so holt, die jetzt auf dem Miner sind, also auf dem EU-Miner. Das zeigt mir einfach, dass halt wirklich Mirage auch einfach mit Abstand die beste Map von Sprout ist und dann kann man darüber hinwegsehen, mal so hoch zu verlieren. Im Nachhinein kann man auf jeden Fall sagen, dass es 1-1, dass wir damit zufrieden sind. Aus der Mirage-Demo auch heute, gucken wir uns auch heute an. Sehr viel lernen werden, sehr wahrscheinlich. Und ja, wenn es weiter so geht in der SL, sollten wir mit solchen Spielen wie heute dann auch auf die Playoffs kommen. Deswegen, ja, wir sind im Nachhinein eigentlich zufrieden, gucken, dass wir viel aus Mirage lernen und machen einfach weiter. Okay, sehr gut. Wie sieht das bei dir aus, Eule? Wie war das Spiel gegen Sprout für dich? Das Spiel gegen Sprout war gerade auf Nuke, fand ich sehr gut. Die Jungs haben ihre Stärken gezeigt, sowohl als T als auch als CT. Sprout hat uns, denke ich mal, ein klein wenig unterschätzt, hat nicht mit dem Respekt gespielt, den sie haben sollten, denke ich mal. Was sie dann halt ein bisschen zu spät gemerkt haben. Auf Mirage sah es dann wieder ganz anders aus. Da haben sie dann ihre ganze Stärke gezeigt, haben uns anscheinend komplett ernst genommen, haben, wie Alex schon gesagt hat, gemerkt, dass sie uns früh stören müssen, dass sie im Endeffekt ohne Respekt irgendwo mal ausschließen gehen müssen, dass wir unser Spiel nicht aufziehen können. Und dementsprechend, ich meine, gut, Mirage wurde jetzt ein bisschen sehr eindeutig, aber dass es jetzt so eindeutig ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber es ist halt, ja, es ist zum einen ist es Sprout auf Mirage, zum anderen ist es halt Mirage. Ich persönlich mag Mirage nicht, aber Sprout liegt sie, ist international, ist Sprout, glaube ich, eines der besten Mirage-Teams zurzeit. Deswegen
wundert es mich jetzt nicht, dass wir da verloren haben. Auch wenn es doch eindeutiger war, als es gedacht war. Okay, heißt ja für alle Teams da draußen auf jeden Fall Mirage gegen Sprout bannen Ja, und. sollten sie wirklich tun, weil ich glaube, es gibt kein deutsches Team, was momentan auch nur ansatzweise auf Mirage eine Chance hat. Ich glaube nicht mal, also ich glaube nicht mal Big wird Mirage gewinnen. Okay, na gut, Aber dann haben wir zumindest ja schon mal geholfen, Indikator für die Gruppe B, immer schön gegen Sprout Mirage bannen. Sehr ja. gut. Gut, dann haben wir ja das Spiel gegen Sprout auf jeden Fall schon mal geklärt. War auf jeden Fall auch sehr spannend. Ich habe es auch gesehen, hat mich auch sehr gefreut, dass wir da das 1-1 raus hatten. Und Mirage, gebe ich euch recht, ja, das scheint offensichtlich wirklich ihre Map zu sein. Für euch da draußen natürlich auch hier gerne nochmal den Überblick auf die Tabelle, denn die Gruppe B sind jetzt zwar nur insgesamt 6 Teams, aber man kann sich das ja trotzdem immer gerne anschauen. Steht aktuell No Limit Gaming mit 6 Punkten oben, indem sie 2-0 Deathwin gegen Big bekommen haben. Dadurch, dass ja Big den Flashpoint Qualifier gespielt hat und sich ja auch qualifiziert hat im Ja. Endeffekt. Deswegen konnten sie da nicht antreten. Verschiebt so ein bisschen natürlich die Tabelle, aber sei es drum. Sprout, Touch the Ground, Epic Esports, genauso wie wir, stehen halt alle 1-1. Das heißt, von Platz 2 bis 5 ist da alles even. Und auf Platz 6, wie gesagt, Big, dadurch, dass sie nicht angetreten sind, sie stehen sozusagen 0-2. Und das ist im Endeffekt gerade die aktuelle Tabelle, die ihr von den 6 Teams habt. Da ist noch nicht so viel rauszulesen. Erster Spieltag, mein Gott, sieht man wahrscheinlich eher so Richtung zweiten und dritten, wenn die Hälfte erreicht hat. Aber kommen wir mal zu dem Spiel, dass wir diesen, muss ich gerade gucken, Donnerstag haben im Endeffekt, nämlich um 19 Uhr spielen wir gegen No Limit Gaming. Und No Limit Gaming kennen wir sozusagen schon aus der 99 Damage Liga, denn wir haben bereits schon gegen Shadowlecker, ECFN, Adrian und Cello gespielt. Da ging es 1-1 aus. Da muss man sagen, die erste Map haben wir solide selber gewonnen. Die zweite dann erst nach Overtime. Ging dann an im Endeffekt an No Limit Gaming. Und wie gesagt, sie haben um der ESL-Meisterschaft, um auf Platz 1 zu sein in der Gruppe, das 2-0-Spiel mit Devin bekommen. Dahergehend, Alex, was machen wir dieses Mal gegen No Limit Gaming besser? Sind sie unerreichbar oder kommen wir hier zu einem 2-0-Schlag? Was hältst du von Also dem Team die aktuell? No Limit Gaming struggelt im Moment ein bisschen. Das liegt uns, also liegt uns glaube ich ganz gut. Die verlieren im Moment sehr viel. Ja, in 99 war das ja das Match der Comebacks. Wir haben glaube ich 14 Runden in a Row geholt, um die erste Map zu holen. Haben auf der zweiten Map dann glaube ich 14-5 oder so geführt oder 13-5 irgendwie sowas in der Art und haben dann noch die zweite Map in der Overtime verloren. Ja, wenn hätten wir Vertigo gegen sie eher geclosed, dann wäre das ein einstelliges Ding geworden, wo keiner mehr danach drüber geredet hätte. Ja, wir haben es an dem Tag misplayed, haben seit dem Match viel umgestellt, haben viel gefixt, damit sowas nicht mehr nochmal passieren kann und dann sollte es eigentlich diesmal gegen die klappen. EPS ist jetzt auch relativ wichtig, weil sie auch durch den Defend gegen Big, ja, ich will nicht sagen Wettbewerbsverzerrung, aber für uns ist das halt eine Katastrophe eigentlich, weil das sind genau die 6 Punkte, die nachher vielleicht den zweiten und dritten Platz hinter Sprout ausmachen können. Deswegen ist das Match gegen sie ja sehr, sehr wichtig für uns. Ja, wir versuchen alles, dass das diesmal kein 1-1, sondern eine 2-0 wird. Die Maps wissen wir noch nicht, dass wir glaube ich auch die Tage kommen. Dann kann man noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber ja, sollte auf jeden Fall klappen diesmal. Okay, dann Richtung DFSM. Was hältst du gerade von No Limit Gaming? Alex hat gerade schon Schwächen des No Limit Gaming angesprochen. Wie sieht es bei dir aus? Ich denke, das No Limit Gaming Lineup ist eigentlich auch nicht schlecht, aber zurzeit strugglen sie sehr gegen vermeintlich Schwächere. Ich denke, das wird jetzt in der ESL-Meisterschaft wird das für No Limit Gaming do or die. Entweder raffen sie sich oder irgendwas müssen die dann sehr, sehr hart ändern. Weil das dann einfach ihr normaler Spielstil so dann nicht mehr funktioniert. Gerade auch gegen deutsche Teams. International sind sie, glaube ich, auch zurzeit nicht sehr gut unterwegs. Also nicht so schlecht wie 99-Liga. Aber ich glaube, da kann man auch nicht wirklich von gut sprechen, gerade. Wünschen würde ich es denen, dass sie sich raffen, aber erst nach uns. Ansonsten sehe ich eigentlich ein starkes Match da kommen, weil,
Wie gesagt, No Limit wird wahrscheinlich darauf so ziemlich auf Leben spielen gegen uns. Ja, die Maps sollten eigentlich im Laufe des Tages jetzt kommen. Ansonsten hoffe ich einfach mal. Okay, alles klar. Hoffnung. Alex, wie sieht's bei dir aus Richtung Statement No Limit Gaming? Was können wir von euch am Donnerstag erwarten? Ja, eigentlich, also bestenfalls ein 2-0 ist halt momentan alles sehr nah beieinander. Deswegen kann da alles passieren, aber wenn wir so spielen wie in der 99-Liga und es dann diesmal closen, dann können wir mit 2-0 rechnen. Okay, alles klar, klare Aussage. Super, dann haben wir damit auf jeden Fall die Spieltage diese Woche abgeschlossen, genauso die Review der letzten Spieltage in der vergangenen Woche. Würde ich jetzt einfach in der offenen Runde mal in die Q&A reingehen. Wenn ihr da draußen Fragen habt, wie gesagt, schreibt gerne in den Twitch-Chat rein, wir beantworten sie euch sehr gerne. Und eine der ersten Fragen ging Richtung ESEA Open Playoffs, jetzt noch nicht mal ESL oder 99 Liga. Und da so die Frage, was ist im Endeffekt, was ihr mindestens erreichen wollt, Alex? Und dahin geht auch die Frage, welches Resultat würde euch dann eher enttäuschen? Ja, also wir wollen die Advanced direkt aufsteigen. Das ist bei 300 Teams und einem Direktaufsteiger nicht so einfach. Wir haben da bei uns in der Liga, ich schau mal gerade ganz kurz, hier Team Secret, Vodafone Giants, wir haben Top 30 Teams bei uns drin, die ja alle auch in die Advanced wollen. Deswegen im Endeffekt spielen wir natürlich darauf, Erster zu werden. Wir sind jetzt gerade auf Platz, Moment, ich schau mal ganz kurz. Wir sind jetzt gerade hier auf Platz 10, das heißt, wir haben 2er Seed sozusagen, ein Match haben wir noch. Wenn wir das gewinnen, dann sind wir 1er Seed sozusagen für die Playoffs. Deswegen gucken wir darauf, dass wir auf jeden Fall das letzte Match jetzt noch gewinnen und damit 14-2 in die Playoffs gehen. Ja, und dann spielen wir natürlich auf Sieg. Aber ja, wenn es jetzt anstatt die Advanced die Main wird, dann müssen wir halt eine Season länger spielen dafür. Das wäre auch kein Problem. Aber wir versuchen natürlich Erster zu werden, auch wenn das sehr, sehr hart wird bei dem aktuellen Teilnehmerfeld. Da gibt es auch Teams wie Heretics, die jetzt auf dem Miner sind oder ja, was auch immer. Also es wird nicht so einfach auf jeden Fall. Okay, super. Danke für die Antwort. Es geht auch gleich noch weiter in die zweite Frage, Alex. Da du jetzt ja so ein bisschen allgemein bekannter wirst als der, wie soll ich das jetzt ausdrücken, der allgemeine, hilfestellende, fragebeantwortende Alex, wenn wir dich jetzt auch aus dem Unmuted-Podcast herausnehmen, was zum Beispiel Cheaten angeht, kommt hier nochmal eine andere Frage in Richtung der Ernährung. Glaubst du, dass Ernährung die Leistung im E-Sports, sage ich mal, motorisch und mental beeinflusst? Berechtigt oder verbessert, jetzt vor allem auch im CSGO-Bereich? Ja, also absolut. CSGO ist ja ein Denksport und ich achte im Moment auch sehr auf die Ernährung und man merkt auf jeden Fall den Unterschied. Ich habe letzte Woche irgendwann mal mir so ein schnelles Essen gemacht, weil ich keine Zeit hatte zu kochen. Und da hat man auch einfach gemerkt, wie nach ein, zwei Stunden die Konzentration einfach ganz anders ist, als wenn man irgendwas Gesundes isst. Deswegen... Ich denke, dass Ernährung im E-Sport eine der wichtigsten Sachen ist, genau wie Sport. Und der E-Sport wird immer professioneller. Die meisten Teams haben ja auch schon, Fitnesstrainer und Sportpsychologen und was auch immer. Deswegen, allein der Trend zeigt ja, dass es immer wichtiger wird, wie man sich ernährt, was man für einen Sport macht, um halt auch einen Ausgleich beim E-Sport zu haben. Okay, danke für deine Antwort. Ich gucke mal ganz kurz in die Regie. Regie nickt mit dem Kopf, dass wir keine weiteren Fragen haben. Dahergehend würde ich die Pressekonferenz an der Stelle beenden. Alex, an dich nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dran teilzunehmen und den Fragen Rede und Antwort zu stehen. Auch an dich, Sam, erneut vielen Dank, dass du mit bei der Pressekonferenz dabei warst. An euch da draußen, ihr könnt natürlich, wie gesagt, die Woche an den Spieltagen gerne vorbeischauen. Donnerstag um 19 Uhr bei der ESL zu finden unter ESL-99Damage. Oder ich glaube, es ist sogar auf den allgemeinen 99 Damage-Kanal sogar zu sehen. Könnte sein, ja. Und am Freitag genauso auch wieder um 19 Uhr da auf 99 Damage alleine auf dem Twitch-Kanal. Schaltet da sehr, sehr gerne ein, unterstützt die Jungs im Chat. Ihr könnt übrigens auch mal sehr, sehr gerne ins Discord bei uns vorbeikommen, bei Ad-Hoc Gaming und da mit analysieren. Und Sam macht ja sowas immer sehr gerne emotional. Da kann es auch lustiger werden. Schaltet da auch gerne mal rein. Und in dem Sinne wünsche ich uns jetzt noch einen schönen Start weiter in den Montag, in die Woche. Wir sehen uns kommende Woche um 12 Uhr wieder. Alex, euch noch viel Erfolg und uns allen eine schöne Woche, habe ich ja gerade schon gesagt. Deswegen tschüss und wir sehen uns. Ciao, ciao.